So, was ist dazu? Ein Thermalscan-Raum. Was ist das denn? Oh, nicht doch. Oh, nicht doch. Wie? Was? Ich kann doch nicht mal was sehen. Ellie hat gelogen. Sie wird nicht helfen. Aber Sie, Isaac, Sie werden sie nach Schritt 3 sehen. Isaac, er ist weggelaufen. Tiefer in die Minen. Ich habe hier auch ein paar Probleme. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ich versuch's. Oh, das sieht nicht so gut aus. Echt, da muss ich drin? Das ist der Weg? So, okay, wie kann ich denn jetzt die Verankerung von den Dingern hier lösen, damit ich da rinkomme? Steht da so ganz recht blöd. Ah, okay, alles klar. Schwubbidiwupp. Nice, das haben wir. Oh, muss ich erst ihn einbringen, oder was? Okay, wo kriegt denn jetzt... Wo kriegt denn diese Raketen her? Ah, hier haben wir zum Beispiel eine. Die ist ja cool. Okay, die nehmen wir. So, dann werden wir die mal hier andocken. Fire it up. So, damit ist der Weg frei. So, ich will ja nicht wissen, wie viel ich jetzt hier übersehen habe gerade. Echt jetzt, ja, so ein Schmutz hier. Weltraumtripper. So, okay. Ist auch halt so random einfach so ein Army. Einfach so ein Army grabbelt irgendwie und mich nach draußen befördert, anstatt mich auch zu töten. So einfach bloß so. Du weg bitte. Du gehst weg. Okay, okay, okay. So. Was wird sich hinter Tor 3 verbergen? Tor 4. Ich verstehe. So. Austritt Vakuum. Was? Nehmen wir? Ellie, ich bin wieder drin. Wo sind Sie? Wo ist Ross? Ich bin jetzt in Sicherheit. Aber er hat sich verirrt. Ich glaube, er kommt auf Sie zu. Ich habe etwas gefunden, das Sie sicher interessiert. Hier ist mein Standort. Beeilen Sie sich. Ich bin nicht wirklich in der Lage zu kämpfen. Ich komme so schnell ich kann. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ellie, jetzt glaube ich nicht so gut irgendwie. Also wurde wahrscheinlich keinem, ne? Irgendwie dem, dessen Auge gerade so rausgedoktert wird. Oh, fiese Viecher. Macht man nicht sowas. So, die kleinen haben wir. So, wo ist denn der andere Schabernackling? So, Spucker haben wir. Okay, nice, 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 nice. Ein paar Credits. Super cool. Oh! Oh, shit! Aber dafür habe ich noch den Knoten entdeckt. Das ist ja auch ganz gut.
Oh, okay. Ein bisschen happy. Moon, Moon, Moon. Okay, ich gehe mal wieder ein bisschen auf den Plasma. Oh shit. Plasma Cutter so nice, ey. Das ist einfach geil. So, Abbruch, Halle, B. Hallo? Ihr Mäuse, ihr Verrückten? Zateng. Was? Mit was für einer Pseudo-Ansprache wollen die mich jetzt hier begeistern? Können Sie stolz auf Ihre Arbeit sein? Ach. Okay, ich sehe ihn nicht. Man hört ja schon wieder so einen alten Pickel. Aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Da vorne ist er. Das ist natürlich fies. Das ist ja fies. Ja, den kann man noch gar nicht sehen. So. Das ist so eklig. Das ist so eklig. So. Wieder einmal gilt es zu hacken. Was passiert denn eigentlich, wenn man... Also rein vom Hackprozess. Was würde denn passieren, wenn man jetzt die Tür... Oh! Sie müssen sich hier stellen für mich. Nein, Mann. Au! Sie, dass ich es nicht wollte. Nimm den Helm noch nicht ab. Was ist los? Wieso? Sagen Sie es ihr. Was? Ja. Das war es wohl mit Straws. Aber okay, um den ist es jetzt, finde ich persönlich, nicht ganz so doll schade. Was ich sagen wollte, irgendwie mich würde mal interessieren, so wenn du halt an so einer Türmechanik rumachselst, da irgendwie, ja, an so einer Tür-Elektronik. Was soll denn da bitte für ein Timer ablaufen? Oh, nehmen Sie die Hand raus nach 10 Sekunden, ansonsten explodiert die Tür oder was? Was ist das für ein Quatsch? Ist doch Blödsinn. So, dann nehme ich doch mal hier eine von den ordentlichen Ballermännern. Vielleicht kommt ja jetzt hier was. Hier? Wer ist schon wieder hier? Sagt denn jetzt schon wieder hier? Ach, was ist denn das für ein Käse? Kam doch von. Was ist das? Also man kann ja auch, man kann ja auch viel im Kreis laufen. Aber wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, hier ist viel Backtracking, wenn ich es denn mal so nennen möchte. Hallo? Hallo, Sir? Was noch? Da kommen wir schon raus. Und hier müssen wir noch rein. Wo geht's überhaupt hin? Zur Sondierungsminenaufzug. Na bitte. Na bitte doch. Was ist denn bitte ein Sondierungsminenaufzug? Also, der Aufzug ist klar, aber was? Alles, was man in der Mine findet, wird da sondiert oder wie? Oder? Töte!
Ja, also wir haben hier wirklich echt... Na sag mal, oder Ding runter hier, was ist denn los? Ist der klebt oder wie? Wir haben wirklich echt mies mit den Flashbacks zu tun, irgendwie, die wir durch die Marke am ersten Teil bekommen haben. Also, arme Sau. Die Frage ist natürlich so perspektivisch gesehen, glaubst du? Ja, ist nicht deine Etage, ne, mein Freund? Gehst du mal woanders hätte ich nicht, ne? Hau ich's da ab. So. Schauen wir mal darüber. Audiolog. Audiolog, Rig Nummer 438642. Ich wurde für eine geheime Spezialmission in den Teilsystemen des Objekts ausgewählt. Ich hoffe, ich erweise mich als würdig. Altman sei gepriesen. Altman be prized. So, das haben wir. Ach du Scheiße. Also ist schon klar, ne? Offener, großer Fahrstuhl. Es wird jetzt wahrscheinlich wenig überraschend sein, wenn ich sage, it's an ambush. Ist einfach hier weg, jetzt doch gleich. Hier kommen sie alle. Shit. Oh. Okay, es sind also leider keine Minen, die ich einfach aufstellen kann. Das ist wie so ein Granatwerfer fungiert ja anscheinend. Naja, okay, gut, cool. Möchte mich jetzt nicht beschweren, der hat bestimmt... Wer denn? Wo denn? Wo ist er? Ist ein langer Aufzug. Oh, den hat's aber schön runtergeledert. Nice. Das ist geil. Der war schön. So, war's das jetzt? War das wirklich alles? Es sieht fast so aus. Ich bin so glücklich. So glücklich. So, okay. Schön. Finden wir irgendwas? Nein. So, weiter geht unsere verrückte Reise im verrückten Raumschiff. Don't give up, Junge! Und wenn ich dich gehen lasse, habe ich nichts mehr. Schritt 4. Akzeptanz. Jetzt bist du bereit, das hier zu beenden. Okay.